Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Hour of Dawn, das wir heute zum letzten Mal spielen werden. Denn, wie ich es eben ausgefunden habe, können wir jetzt das Ding durchziehen und wir können es auch auf Stufe 30 durchziehen. Folgendes. Ihr seht oben, ich habe meine Rohstoffe ja aus jedem Anlass hochgecheatet, wenn man so will, aber das war auch nicht wirklich tragisch. Denn, ihr wisst das, mit genügend Zeit an dem Spiel dran hat man sowieso beinahe so viele Rohstoffe, also ist das gar nicht tragisch, meine ich jetzt. So, ich habe natürlich zusätzlich nochmal die Menschen gebaut, den Zug geholt hier, geht da hier, und wir werden jetzt hier unten dieses Lager angreifen. Leider kam es zu dem Zufall, weil, als ich leveln war, dass meine Krieger auch diesen Herr der Seen hier schon einigermaßen platt gemacht hat. Er ist platt. Deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie ich den platt mache, aber sonst bleibt alles eigentlich beim Alten. Und Stormy dürfte jetzt auf Level genau 29 und mehr als ein Dreiviertel sein, also das dürfte funktionieren. So, ich werde jetzt nochmal den Rest von den Eisen hier platt machen. Ich habe mich hier mit Zombie hingestellt und habe gewartet, bis die dann kamen, und die sind keine große Herausforderung, diese hier. Man würde es auch Fallops nennen, aber okay. Jetzt können wir auch die Nexus zerstören hier. Nächsten, glaube ich. Und dann können wir natürlich dann auch die Spawnpunkte dann auslöschen. Und dann sind wir fürs erst sogar durch hier mit der Karte. Also mit der zweiten Ebene dann. Und wir kommen zur dritten Ebene. Wo wir dann auch nur noch Helden haben, unsere 5. Habe ich eigentlich 9 Held bekommen nochmal irgendwie so? Wo war das? War das hier, oder? Ja, war hier. Wäre Magier Schinder Stufe 19. Ist da 22, 20. Adira. Nee, ich bleib bei Adira. Okay. Dann machen wir hier unten mal Radau. Das müssen wir, um weiterzukommen. Wir sind bereit. Wenn ihr das bereit seid, finde ich das gut. Ihr habt gerufen. Wir sind bereit. So. Attacke! Heilenden Schwingen. Oh ja. 10 Frames. Richtig, mein Gott. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Hier ist schon der Erste, der auf die Fresse haben möchte. So ein scheiß Seelensklave. Schenke uns günstigen Wind. So, wer will? Hm? Wer will? Warte, der hier will. Ihr dürft übrigens meine Maus gar nicht sehen, deswegen. Diener der Nacht sind hier. Könnt ihr das nicht sehen, wo ich jetzt auf die zeige, aber ist in dem Fall sogar egal, weil ihr müsst die Maus nicht sehen, um das Spiel zu verstehen. Oder um zu verstehen, was ich hier mache. Denn wir machen das jetzt schon seit ungefähr über ein Jahr, genau. Und zwar habe ich die erste Spellforce-Folge, habe ich geguckt, hochgeladen. Ein Diamant. Halber Ogertasche, okay. Am 15. Januar 2011. Feinde. Das war nicht gleich, das war nicht nur mein erstes Spellforce, sondern auch mein erstes Video überhaupt, was ich hochgeladen habe auf YouTube. Und ja. Das heißt, heute endet so ein bisschen, ja, das Ende meines ersten Let's Plays. Und das ist doch schon so ein denkwürdiger Moment, meine ich. Und ja. Wir sind in Gefahr. Mehr davon. Los.
Inzwischen wurde schon beendet Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil... Resident Evil Operation Raccoon City. Ja, und das sind das ist auch die einzigen, die beendet worden sind. Die Diener der Nacht sind hier. Oder habe ich schon anders beendet? Ich glaube nicht. Naja. Egal, aber wir haben jetzt diesen Urtal-Dings da bekommen. Das heißt, wir können das Tor öffnen und zur dritten und letzten Ebene von Shadow zu gelangen, wo wir auch Ora bekämpfen werden. Und natürlich werden wir einen ganz besonderen Typ da oben treffen, nämlich den Seelenschmied, den wir am Anfang dieser Karte noch einmal gesehen haben. Der ist auch Stufe 30. Und ich möchte auf jeden Fall das so ausarmen lassen, dass wir beide Stufe 30 sind. Oh ja. Ja, Metallplatte, blablabla. Ich nehme den Schlüssel mal da rein, dann geht das Ding ja Ding auf. Gut. Ding geht auf, aber hier ist noch einer. Der Greif wartet schon. So. Durch das Tor und zur dritten Ebene mit mir. Und ich muss ja nochmal sagen, in der ersten Folge habe ich gesagt, wir werden ungefähr über 300 Folgen brauchen. Nein. Werden wir wohl nicht bauen. Aber, ja. Werden wir nicht bauen, das ist einfach so. Obwohl meine Videos nicht allzu also lange waren am Anfang. Ja, die Zeit, wo ich noch 7 Minuten gemacht habe, ist ja lange vorbei schon. Und, ja. Linien müssen halten. Und ja. Diese Ohren hier sind auch alles nur Fallobst, auch in der und das ist Anführerstufe 20 ist, aber wir sind Stufe 29, hallo. Standhalten, Männer. Ja. Und weil Vorsicht, einige Leute gefragt haben, ob ich auch Spellforce The Breath of Winter und Shadow of the Phoenix machen werde, werde ich machen. Allerdings schieb ich das. Wir haben euch schon einmal besiegt. Du kannst nicht gewinnen. Ja, danke. Schieben wir das Ganze nach hinten, denn ich habe erstmal andere Dinge vor. Ich muss noch Final Fantasy beenden, ich muss noch Resident Evil 6.6 beenden, ich muss noch Final Fantasy X2 beenden, also muss das noch sogar noch erstmal anfangen. Also eine ganze Menge, dass ich noch vorhabe. Zum Beispiel Mass Effect 2 muss auch beenden. Also eine ganze Menge, die ich noch vorhabe und da kann erstmal Spellforce muss erstmal warten, da. Da habe ich wir auch ja, muss sagen, hat mir das ja so ausgesucht, aber wie gesagt, diese Folgen Linien müssen erstmal angefangen bzw. beendet werden, bis ich dann das neue Spellforce Wrath of Winter das neue Projekt Spellforce The Wrath of Winter anfangen werde. Das ja wahrscheinlich schneller zu Ende sein wird wie das hier. Ich denke mal so knapp 150 Folgen. Denke damit dürfte ich hinkommen. Oder? Ja gut. Es ist auch kurz. Aber ich glaube, das ist doch, was ich hier hatte, war wesentlich schwerer zu meistern. Ich glaube, wenn ich mit 150 Folgen a 15 Minuten hoch hinkommen sollte. Ich meine, das würde funktionieren. Ja, da werden wir auch noch an einen neuen Charakter erstellen. Diesmal wird es eine Frau sein. Also ein weiblicher Rundkrieger. Und die hat auch schon einen Namen. Die Linien müssen halten. Den werdet ihr dann erfahren. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ausgesprochen im Let's Play hier. Das ist ein Hinterhalt. So, meine Helden sind fertig. Ich habe es bisher noch nicht wirklich gebraucht, aber der Weg zur Spitze ist noch weit. Und diese Sturmläufer sind alles nur so Fallobst. Die sterben bei einem Schlag. Ich kann ihnen so ansehen, sogar nur einen Schadenspunkt zuführen, die sterben schon. Also, Fallobst hoch 10. Fallobst Quadrat, was man hat. So, hier haben wir einen, der mich ist der erste
Triumphator, das ja. Das ist ein Hinterhalt. Auf jeden Fall ist der wichtig. Denn der hat was Wichtiges dabei, was wir brauchen. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Ironie ruft. Zu Befehl. Unverzüglich. Ja, wie gesagt, ich brauche die irgendwie nicht, weil das kann mein Zombie hier allein alle schon fertig machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Linien müssen halten. So, meine ich dann, jetzt geht der Zombie weiter schon mal. Zu den Ogern hier oben und meine Eldentruppe wird sich hier noch dem zu Befehl. Andenken dieser toten Typen. Wer hier ist es? Der erste Metallkeil. Dann holen wir hier noch die Basis weg. Erst den Sturmläufer da. Na komm, okay. Vorwärts, Krieger. Hau die Basis weg. Wir werden angegriffen. Ja. Das ist ein Hinterhalt. Wir sind weitergekommen bisher. Oh, da steht schon eigentlich der Leiste. Und das Normale, dass die Leiste auch steigen kann. Ja. Und hier ist nochmal der Obelisk hier. Auch auf der letzten Karte. Verstärkt die Deckung. Ist er natürlich enthalten. Was? Der Herr? Da. Die Rune ruft. Sie sind überall. Reicht sie an. Oh, und ich habe nicht beim Schlag, okay. Das müssen wir ändern. Sie sind überall. Die spawnen hier ohne Spawnen. Das ist geil. Beziehungsweise nicht geil, aber... Was wünscht die Rune? Unverzüglich. So, was haben wir drin? Hier haben wir erstmal ein... Gildenmeisters Kurzschwert. Verstärkt die Deckung. Kampfhörer der Nordmänner. Ein magisches... Eine magische Meisterkugel. Und ein Feuerterror-Turmschild. Okay. Zu Befehl. Here we go. Und wir gehen weiter. Ja, Oger, Vernichter, Oger-Rieger und eiserne Diener. Es gibt Stärkeres in diesem Spiel. Wollen wir mal so ausdrücken. Ja, und dieses Let's Play endet ja mit... Standhalten, Männer! Muss sagen, zwei Charakteren. Einmal von Folge 1 bis 9 Folge, wir werden angegriffen. 29? 28? Das ist ein Hinterhalt! Mit MT7 NC2 haben wir das Spiel angefangen und mit Storm Micro werden wir es beenden. Traurig aber war. Die Linien müssen halten! Aber, ja. Wenn Daten gelöscht werden, werden sie gelöscht und zwar für immer. Schade. Die Rune ruft. Aber er ist als Held gestorben und das möchten wir doch. Sofort ausgeführt. Möchte ich doch hoch anrechnen. Ihr könnt mir gar nicht, ihr eisernen Versager. Eisernen Versager, auch geil. Wir werden angegriffen. Oh, der zweite Triumphator, genau. Heißen irgendwie in der Art. Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Der Seelenschmied sagt, er hat uns schon einbewegt. Sie sind überall! Ich weiß das nicht so, also... Sie sind überall! Möchte ich mich zurückhalten, ich glaube nicht sehr. Wir werden angegriffen! Dass er mich schon einmal besiegt hat. So, ich weitergehe natürlich weiter vorne. Vorne weg! Und meine Helden kümmern sich um den Rest, was hier noch rumliegt. Ein zweiter Metallkeil. Das würde ja heißen, vielleicht kriegen wir noch einen dritten Metallkeil, wenn wir einen dritten Triumphator treffen. Schlagt sie zurück! Oder Triumph 4, mein Gott, ich weiß nicht, wie das Ding ausspricht. Nein, nicht, nein, nein, nein. Hier, den hier. Zu Befehl! Haltet vor, Runenkrieger! Zu mir! Warum darf mir der Liste denn nicht angreifen? Na gut. Schlagt sie zurück! Die Linien müssen halten! Komm, macht nass, komm! Der kann schließ nichts. Die Reihe. Die Rune befiehlt. Unverzüglich. Gut so. Für die Rune. So. Ein Sturmlauf. Alles gleich, ne? Wir rennen mit genau 6 Männern die ganze Bude von denen hier ein. Haltet durch, Männer. Zu euren alles Dienst. Klar. Das können wir auch Blitzkrieg nennen.
Alles klar. Haben die nicht hier... Unter anderem können wir das Blitzkrieg nennen, aber ich denke mal, das ist schon relativ schnell, was sie hier machen. Standhalten, Männer. Deswegen ist es auch unerheblich, dass ich Rohstoffe gecheatet habe, weil wir werden das Ende sowieso nicht mit den Heldenrassen spielen, deswegen. Nur mit Helden und mit uns natürlich. Und mit beiden Schienen. Eis in die Donnerkeule und weiter geht's. Noch ein Eisschleuder von denen. Stehe bereit. Zu Befehl. Runenkrieger, zu mir! So. Was? Eiserner Todesbote, okay. Zum Angriff. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonirs. Oh, jetzt haben wir gleich ein paar viele. Aber das sollten wir schaffen. Standhalten, Männer! Schlagt sie zu! Schließt die ein! Verstärkt die Deckung! Wir sind nicht in Sonnenstufe 29. Schließt die Reihen! Sie sind überall! Du darfst auch mithelfen. Schließt die Reihen! Hol dir mal den Todesboden da, der gefällt mir nicht, der hat allzu viel. Schlagt sie zurück! War ja gar nicht Schlagt hier. Sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Schließt die Reihen! Ich lange mich schon hier. Ein Schnitter! Oh mein Gott, ein Schnitter, ein Schnitter! Der ist auch schon über 20, der Schnitter. Zu mir! Ein Klingenverteidiger. Verstärkt die Deckung! Er hat dazu noch wieder aus der Nebensäge. Wieso dann 25? Oh, wir hätten... Wir... Hätten sie gleich verloren. Glück gehabt. War doch hart ein bisschen, aber... Wir konnten es noch behaupten. Ja, hier Steinwelle und... Also elfischer Silberbogen. Und los! Kämpft, Männer! Vorsicht, Gegner! So, mal gucken, was hier ist. Todesweber, Eisschleuderer, Lingläufer, Todesbote, ja. Lingweber, Kommandant. Teiliger. Ah, hier ist der Dritte, die haben 4. Lingweber. Zur Ehre Aonirs! Wir greifen aber erstmal den Dingenverteidiger an. Oh, er hat sogar was geschafft mit seinem Einfrieren. Schließ die rein! Der ist schneller down als ein Liebes. Feindlicher Angriff! Runenkrieger! Zu mir! Oh, hier ist er. Wir sind in der Stufe aufgestiegen, Stufe 30 nun. Und das ist ja das, was er erreichen wollte. Diesem Let's Play. Stufe 30 mit Sommerkro. Ja. Feindlicher Angriff! Wir sind also wieder schon, wie ich das gesagt habe, Stufe 30 angekommen jetzt. Verstärkt die Deckung. Aber ich habe es ja auch so, sagen wir mal, ein bisschen herausgefordert, diese Stufe auch zu erreichen. Mit Level-Ding ebenso. Und genau dieses Ziel werde ich auch versuchen, in Spellforce Breath of Winter zu erreichen. Und dann wird irgendwann auch, wahrscheinlich so 2 Jahren ungefähr, auf mein Kommando nach. Spellforce zur Ehre Shadow of the Phoenix kommen, was ich ganz nebenbei noch nie durchgespielt habe. Ja, ja, schande über mich. Schließ die rein! Da dürft ihr dann wählen, welchen Charakter ihr sehen wollt. Wollt ihr Sound Micro sehen oder wollt ihr dann den Charakter aus Breath of Winter sehen? Runenkrieger, zu mir! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Und denke mal, das dürfte eine recht spannende Sache werden, ich mal. Zumal, das hier ja, dass wir der Stufe 30 eigentlich noch relativ einfach ist. Aber sobald es dann an Breath of Winter geht, wird das dann halt schwieriger. Verstärkt die Deckung! Weil wir, bei Breath of Winter, ja. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Nicht so viel Karten haben, wie hier haben. Also müssen wir, also das werden wir aber ausgleichen dadurch, dass wir halt schon am Anfang nahezu alle
Ja, wir haben auf jeden Fall am Anfang schon alle Runen der einzelnen Rassen. Standhalten, Männer. Und wir haben schon fast nahezu alle Einheiten einer Rasse. Ein paar werden so noch fehlen, aber das sind Gegner. Sind keine wichtigen jetzt. Stehe bereit. Sie sind überall. Müssen halten. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. So, diese Triumph hier, den letzten Holzkeil. Ich glaube, hier finden wir ein wichtiges Story-Item, was wir, ja gut, wichtig. Wir haben schon mal oft schon mal davon gehört. Ah, hier. Der ist Pfand der Götter, ja. Und warum den wir finden, ist klar, weil der hat ja dann letztendlich festgestellt, dass der Pfand der Götter ja nicht wirklich das war, für was es alle gehalten haben. Ja, egal. Das haben wir halt mitgenommen und ja, ist schön, ne? Nicht mich, euch selbst eigentlich. Die Rune Ruf? Was wünscht die Rune? Das heißt, wir können auch jetzt hier das Tor öffnen. Naja, Verlust. Das dürfte funktionieren. Was? Ach so. Ja. Man sollte den Metall dann natürlich auch aufnehmen, wenn man den nutzen möchte. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Aber es dürfte nur das hier sein, dann dürfte auch schon bald...